Auf den Plakaten dieser Vitrinen sehen wir für jede Uniform das Jahr, in dem sie reglementiert wurde. Die erste Vitrine enthält originale Uniformen des 20. Jahrhunderts und entspricht der Uniformität der Arbeit. Von links nach rechts, Marinepolizeiuniform, 1961. Arbeitsuniform, 1960. Bekannt als eisengraue Uniform. Arbeitsuniform, 1963. Bekannt als eisengrüne Uniform. Arbeitsuniform, 1988. Die zweite Vitrine enthält Originaloberbekleidung für Offiziere und Unteroffiziere. Von links nach rechts, Umhang, 1935. Pelisse, 1935. Russisch, 1889. Gabardin, 1960. Die dritte Vitrine enthält originale Truppenoberbekleidung und einen Frack. Von links nach rechts, Kappedecke, 1935. Truppenjacke, 1942. Truppenjacke, 1973. Frack, 1935.